Herzen. Auf diese Frage hin wollt ihr den totalen Krieg. Ja, ja, dieses Geschrei. Und es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt. Und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich habe mir es nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Sollte man überhaupt nicht mehr schlafen oder gar nichts mehr zu essen kriegen und alle Männer tot sein und die Zivilbevölkerung auch noch? Ich konnte mir davon gar keine Steigerung mehr vorstellen, es war doch schrecklich genug. Nun folgt, steh auf und Sturm bricht los. Noch in der Nacht sagt Goebbels, wenn ich ihnen befohlen hätte, vom Dach eines Hochhauses zu springen, sie hätten es getan. Was totaler Krieg bedeutet, spüren die Menschen bald. Niemand soll dem Ruf entgehen können. Längst ist der Feuersturm dorthin zurückgekehrt, wo er entfacht wurde. Deutschlands Städte sterben. Er lebt auf. Der Brandstifter am Tatort. Er will die Bevölkerung bei Laune halten. Er hat keine Siege mehr zu bieten, sondern nur noch Durchhalteparolen. Er gaukelt einen ungebrochenen Siegesglauben vor, den er selbst schon verloren hat. Nach dem Attentat auf Hitler steht er im Zenit. Der Statthalter hat in Berlin den Staatsstreich eiskalt liquidiert. Das sichert dem ergebenen Paladin nun die totale Gunst des Herrn. Als Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz lässt Goebbels Deutschland durchkämmen, um noch mehr Menschen in den Krieg zu schicken. Am Ziel. Kurz vor dem Ende. Letztes Aufgebot zur Rettung eines mörderischen Reiches. Alte Männer, halbe Kinder. Endlich Selbstsoldat. Doch das Arsenal ist leer. Statt wundersamer Waffen verzweifelte Lügen. Die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Ich bin in meiner Meinung, in meiner Überzeugung, ja, dass wir einen Krieg führen, den wir auch gewinnen werden, immer etwas bestärkt herausgegangen, immer etwas aufgebaut. Weil er das auch so sagte, musste es also stimmen. Wir waren ja in einer Hinsicht doch ziemlich einseitig gläubig. Ich weiß mehr, ich letzter Auftritt in der Wochenschau. Sein Wahn verführt vor allem jene, die in ihrem Leben nie etwas anderes gehört haben. Ihr Vertrauen wird missbraucht. Diese
dieses Deutschland ist überhaupt nicht niederzubrechen oder niederzuwerfen. Nicht nur seine Männer, auch seine Frauen, ja seine Kinder sind Helden. Die letzten Stunden hetzt er noch die Jugend auf zum Kampf und zum Tod. Das war eine Bestie von Mensch. Wirklich. Und der war ja mit Schuld an allem. Wenn der nicht diese Propaganda so toll herausgeführt hätte und die Menschen so eingewickelt hätte, dann wäre vielleicht mancher schon früher auf andere Gedanken gekommen. Der verlorene Krieg, das uns ja in den schlimmsten Farben ausgemalt worden. Wir werden alle Sklaven. Entweder wir werden ganz aus, das deutsche Volk wird ausgerottet, oder wir werden Sklaven sein. Wir werden nur noch für die Russen arbeiten und für die Amerikaner und für die Engländer. Wir haben keine Existenzberechtigung mehr auf der Welt. Also wir müssen uns verteidigen. So ungefähr war das. Und damit haben sie die Leute wirklich bei der Stange gehalten. Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte. Seinen Willen aufzwingen. Auf einmal sehe ich den Goebbels, so die Hände reibend. Und dann war ein Lied zu Ende. Und dann sagte er ein neues Lied an. Durch Groß-Berlin marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir, sagte er an. Und die, durch Groß-Berlin marschieren. Müssen Sie sich mal vorstellen, das war also sowas Makabres, sowas Erbärmliches. Und da habe ich auch bei mir gedacht, dieser Hetzer, der gibt keine Ruhe. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Provokateure oder aufsässige Ausländer sind sofort festzunehmen oder besser noch unschädlich zu machen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Er hatte vielleicht 5 Minuten gesprochen, da erfolgte ein Einschlag von einer schweren Artilleriegranate im Garten des Hauses. Die Explosion war so stark, dass also nicht nur sämtliche Fensterscheiben in meinem Raum kaputt gingen und uns auf den Schreibtisch flogen, sondern auch Mauerteile und Mörtel. Und ich sah, wie er sein Manuskript so nahm und weiterlas und dabei mit der rechten Hand den Staub, die Glasscherben und den Mörtel von dem Manuskript runterwehte und sich überhaupt nicht stören ließ. Während die Soldaten Stalins schon im Herzen von Berlin stehen, ist in Hitlers Bunker Goebbels seinem Meister nah wie nie. Er brennt darauf, ihm bis ins Grab zu folgen. Da kam plötzlich Goebbels herein und ich war also wirklich erschüttert, wie der aussah. Er war leichenblass, mit Tränen in den Augen und er kam dann auf mich zu und anscheinend war niemand anderer da, dem er sein Herz hat ausschütten können. Jedenfalls sagt der Frau Junge, der Führer will, dass ich ihn verlasse, dass ich in Berlin bleibe, dass ich in der künftigen Regierung eine Funktion übernehme und ich kann das doch nicht. Also er war ganz verzweifelt, weil er sich doch wirklich als der treueste Gefolgsmann gefühlt hat und er geglaubt hat, es gibt keinen größeren Beweis für seine Treue, als mit Hitler zu sterben. Mörderische Konsequenz. Aus dem heimischen Idyll holt Goebbels seine Kinder zu sich in den Bunker. Ja, da gab es natürlich ein Drama unten im Keller. Als es hieß, die Kinder bleiben hier, da kamen Frauen, Küchenpersonal, Büropersonal, die kamen und haben Frau Goebbels auf Knien drum gebettelt um die Kinder. Ja, und dann kam der Tag, wo Frau Goebbels die Kinder zurechtgemacht hat zum Tod. Weil er alle weiß gekleidet, die Haare aufgekämmt. Ja, und dann sind sie weggegangen.
Am 1. Mai 1945 lassen Josef und Magda Goebbels ihre Kinder vergiften. Wenig später bringen sie sich selbst um.